Ja, na, nur knapp, nicht mal 50 Meter von der Straße entfernt, guten Parkplatz habe ich hier gefunden, Berlin-Hellersdorf, eine öffentliche Offroad-Strecke. Ja, früher war es hier mal eine BMX-Strecke, wird immer noch für BMX genutzt, also ab und zu findet sich ein Radfahrer, der hier drüber fährt. Aber die RC-Freunde Berlin, die haben hier ihr Gelände, wo sie fahren dürfen. Wo sie ein bisschen bashen können, mit ihren Scalern langfahren können, wo sie halt Offroad im Gelände fahren können. Hier, wie gesagt, in Berlin-Hellersdorf. Ja, hier Sprünge, Steilkurven. Befindet sich hier schön im Park gelegen. Und wenn frei ist, wird hier sogar Turnwagen gefahren. Heute ist ein bisschen nass draußen, aber hier wird sonst, sind ja die Fußballer, aber wenn wie jetzt keiner da ist, da kann man auch Turnwagen fahren. Ja, ich gehe jetzt die Strecke hier mal ab, beziehungsweise das ganze Gelände hier, schön, schöner großer Sprung, Spielplatz gleich daneben, hier ein Sprung zwischendurch. Hier seht ihr verschiedene Steine, unebener Untergrund. Also wer hier Scaler hat, der kann auch mit seinem Scaler fahren. Ansonsten natürlich eher was für Buggys, Becher, die ja einfach ihre Fahrzeuge fliegen lassen können. Hier durch die großen Sprunghügel, da könnt ihr eure Becher fliegen lassen. So, hier mal dahinter auch noch. Strecke geht hier auch weiter. Da ein dicker, fetter Sprung. Ah, hier gehe ich jetzt auch wieder einen Hügel hoch. Also hier gibt es verschiedene Sprungmöglichkeiten. Da könnt ihr euch voll austoben. Wie gesagt, wir sind ja in Berlin-Hellersdorf. Jetzt hat es gerade geregnet, deswegen fährt auch keiner. Da sind die sind ein paar von den RC-Freunden Berlin. Ja, es gibt ja auch eine Facebook-Gruppe hier von RC-Freunden Berlin. Also einfach mal drauf gucken und ja, dann könnt ihr euch ja austauschen bzw. nachfragen, wann hier gefahren wird. Und ansonsten, Gelände ist hier offen. Bei Google Maps ist es auch schon gelistet. Also ihr müsst bloß RC-Strecke oder RC-Offroad-Strecke Berlin eingeben und dann wird euch dieses Gelände hier angezeigt. So, und wer mit seinem Scaler unterwegs sein will, hier schön am Rand gibt es genug Möglichkeiten, da ein bisschen rumzukraxeln.